Ich habe nichts geklaut. Ich möchte dem Heim bleiben. Das ist mein Zuhause geworden. Es sind nicht wir, die unsere Unschuld beweisen müssen. Es sind Sie, der die Schuld meines Mandanten nachweisen muss. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, mir wird da einiges klar. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Guten Tag. Frau Wieler? Herr Lenzen? Ja, genau. Kommen Sie rein. Hier, einfach hier entlang, nach links, hier rein. Ja, ah. Da ist ja noch jemand. Ja, wir sind wirklich total überfordert. Wir wissen nicht weiter. Das ist mein Vater, Kurt Bachmann. Hallo, bitte, Herr Bachmann, bleiben Sie sitzen. Bitte. Papa, das ist Herr Lenzen, unser Anwalt. Ich habe gehört, worum es geht. Nämlich um Ihren Heimplatz, der Ihnen gekündigt wurde. Ja. Ja? Ja. Wollen Sie mir mal erzählen, wie es dazu kam? Also, mein Vater ist leider an Parkinson erkrankt vor einiger Zeit. Deswegen mussten wir ihn ins Pflegeheim bringen. Und jetzt wurde ihm sein Platz sehr, sehr kurzfristig gekündigt. Ich wurde vor 3 Tagen ins Heim zitiert. Der Heimleiter, Herr Freising, hat mich dort schon in seinem Zimmer erwartet. Und auch der Pfleger, Herr Meinold. Der Pfleger hatte schon seinen Koffer gepackt, weil er angeblich eine Uhr gestohlen haben soll. Frau Wieler. Wie soll das gehen? Ich kann ihn unmöglich jetzt mitnehmen. Ich bin überhaupt nicht auf die Situation vorbereitet. Frau Wieler, ich habe Ihnen das beim letzten Mal schon gesagt. Bei einem erneuten Vorfall ist der Heimplatz weg. Das muss ein Missverständnis sein. Beim ersten Mal habe ich Ihnen das ja noch geglaubt, Frau Wieler. Aber er hat die Ruine geklaut. Ich habe nicht geklaut. Ich glaube dir, Papa. Es wurde hier von unserem Pfleger, Herr Meinhold, die Uhr gefunden, hier in dieser Schachtel. Und deswegen ist der Heimplatz gekündigt, und zwar fristlos. Er hat ihm sofort den Platz gekündigt und er droht mit einer Anzeige bei der Polizei gegen Diebstahl. Ich kann das so nicht mehr durchgehen lassen. Ich habe hier die Verantwortung für das gesamte Heim und deswegen müssen wir diesen Schritt heute gehen. Oh, okay. Das ist die Kündigung. Er ist als Kündigungsgrund ein schwerwiegender Verstoß, nämlich der Diebstahl genannt. Wenn sich der Vorwurf tatsächlich bestätigen sollte, dann wäre die Kündigung rechtmäßig. Aber ich kann Ihnen versichern, mein Vater ist kein Dieb. Ich habe nichts geklaut. Okay. Und möchten Sie in dem Heim bleiben? Oder gibt's ja, ich möchte in dem Heim bleiben. Das ist mein Zuhause geworden. Ich möchte da bleiben. Ich habe da viele Freunde kennengelernt. Alles klar. Dann habe ich Sie richtig verstanden. Ich meine, dann kämpfen wir. Und auch um die Polizei. Ne? Hallo. Guten Tag. Das ist die Ehefrau von meinem Vater, jo. Frau Gitte Bachmann. Aha. Die beiden sind schon 10 Jahre verheiratet. Vielleicht kann ich sie Ihnen auch gleich mal vorstellen, natürlich. Papa. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Ne? Hallo. Guten Tag, Frau Bachmann. Ja. Guten Tag, Lenzen. Angenehm. Sie wollen uns helfen, Herr Lenzen, habe ich gehört, ja? Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Ihr Mann, dass der Heimplatz wieder zurückkommt, dass die Kündigung zurückgenommen wird. Wissen Sie, wenn jemand aus dem Heim entlassen wurde und dann wiederum zurückgeht, macht das Sinn, dass er dann wieder im Heim aufgenommen wird? Haben Sie eine Alternative? Na, wir würden gerne zu Hause dann versuchen, eine Pflege, eine häusliche Pflege zu organisieren. Eine Moment, Gitte, aber was heißt wir uns? Naja, also Nimmst du ihn bei dir auf? Du, bei mir geht das, weißt du doch, Sonja, bei mir geht das nicht. Du weißt, ich bin krank, ich habe ein Hüftlein, bin in orthopädischer Behandlung, wir haben Treppen im Haus. Also das geht absolut nicht. Wenn, dann käme dann wahrscheinlich nur dieses Umfeld hier bei euch in Frage. Gitte, du weißt doch ganz genau, wissen Sie, ich bin berufstätig, ich habe 2 Kinder. Ich schaffe es zeitlich nicht. Ich würde mich wirklich sehr, sehr gerne mehr um Papa kümmern, aber ich schaffe es einfach nicht. Naja, aber wir können doch eventuell eine häusliche Krankenpflege organisieren. Das ließe sich doch machen. Und so können wir doch dann die Dinge doch verwenden für Pflege, für alles, was im Prinzip das Herz noch ein bisschen Freude bereitet. Ich möchte euch nicht belasten. Ich habe lange gespart. Ich habe eine kleine Rente. Ich habe eine Pflegestufe. Ich kann das bezahlen. Ich möchte meinen Heimplatz wieder haben. Dann machen wir es so. Ich kümmere mich hier um diesen Vertrag. Ich spreche mit der Heimleitung. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass Sie die Kündigung zurückziehen, weil Sie einfach sehen, dass man Ihnen das gar nicht nachweisen kann. Oder warum heißt es, wie in guten, so in schlechten Zeiten? Ingo Lenzen hofft im Gespräch mit dem Heimleiter, den Vorwurf des Diebstahls entkräften zu können, sodass Kurt Bachmann seinen Platz zurückbekommt. Doch auf der Suche nach Thomas Freising stellt sich heraus, dieser verfolgt möglicherweise ganz andere Interessen. Also der Heimleiter, Herr Freising, er soll hier oben sein. Ich gehe davon aus, dass er in dem alten Zimmer von meinem Vater ist. Okay. Das hat ja super geklappt.
Ja, wir haben unser Mögliches getan. Durch einen glücklichen Zufall hat sich dann auch so ergeben. Ne? Ja, ich habe die Warteliste gesehen, dachte, das wird ja noch ewig dauern, aber das ist super. Meiner Mutter wird es gut gefallen. Das freut uns sehr. Guten Tag. Darf ich mir vorstellen, mein Name ist Lenzen. Freising. Hallo. Koch. Guten Tag, Frau Koch. Ich bin der Anwalt von Frau Wieler und Herrn Bachmann. Ich bin hier wegen der fristlosen Kündigung, die Sie ausgesprochen haben. Richtig. Und ich will Ihnen mitteilen, dass wir das nicht einfach so hinnehmen. Also, ich bestehe darauf, dass dieses Mietverhältnis, dass es weiter fortgesetzt wird. Heißt das, meine Mutter bekommt jetzt gar kein Zimmer? Frau Koch, ich würde sagen, das besprechen wir nachher in meinem Büro. Ne? Alles klar. Ja, danke schön. Dann bis später. Na klar. Wiederschauen. Also, Herr Freising, ich werde alles tun, dass mein Vater hier wieder sein altes Zimmer bekommt. Bei Diebstahl habe ich keine Alternative. Ich musste dieses Zimmer fristlos kündigen. Mein Mandant hat hier nichts gestohlen. Und Sie können ihm das auch nicht nachweisen. Wenn ich mir dieses Gebäude und diese die Räumlichkeiten hier ansehe, dann sehe ich, dass ganz viele Türen offen stehen. Sie haben demenzkranke Patienten hier. Und es ist da nicht auszuschließen, dass irgendjemand die Uhr in das Zimmer meines Mandanten gelegt hat. Ja? Und ich sage Ihnen eines, ich bin davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft aus Mangel an Beweisen dieses Verfahren einstellen wird. Was nur für Sie bedeutet, dass Sie gar keinen Kündigungsgrund haben. Und wenn Sie keinen Kündigungsgrund haben, machen Sie sich im Zweifel schadensersatzpflichtig. Dann mache ich einen Gegenvorschlag. Ich behalte das Zimmer noch 3 Tage frei. Bis dahin muss aber die Unschuld von Herrn Bachmann bewiesen werden. Ansonsten würde ich das vergeben. Also, Herr Freising, auch da gehen Sie von falschen Voraussetzungen aus. Es sind nicht wir, die unsere Unschuld beweisen müssen. Es sind Sie, der die Schuld meines Mandanten nachweisen muss. Aber ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich drauf ein für meinen Mandanten. Okay? In Ordnung. Gut, so bleiben. Alles klar. Frau Wiele, Herr Lenzen. Ja, tschüss. Tschüss. Oh. Vielen Dank. Nach diesem Gespräch ist Ingo Lenzen überzeugt, dass die Zimmervergabe im Pflegeheim nicht immer auf legalem Weg erfolgt. Um das zu beweisen, tarnt sich Assistentin Sarah Grüner als potenzielle Interessentin eines Zimmers, um Heimleiter Thomas Freising auf den Zahn zu fühlen. Ja, also ja, vielen Dank, dass mir alles gezeigt hat. Sehr gerne. Ich muss sagen, es macht auch einen sehr guten Eindruck alles auf mich. Dankeschön. Also das ist genau das, was mir für meinen Vater vorschwebte. Dankeschön. Schön, ja. Und wann kann ich da jetzt mit einer Zusage rechnen? Also der Weg wäre so, dass wir jetzt auf eine Warteliste kommen. Ja. Oh, okay. Wir haben eine Wartezeit von ungefähr 6 Monaten, weil immer erst beim Nachversterben eines Bewohners natürlich auch ein Zimmer frei wird. Mhm. Also ich muss sagen, 6 Monate ist schon sehr lang. Also so lange kann ich jetzt wirklich nicht warten. Ich kann meinen Vater keine 6 Monate mehr alleine pflegen. Also das geht gar nicht. Gibt es da nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten, dass man das ein bisschen beschleunigen kann? Zur gleichen Zeit hören sich Ingo Lenzen und Ben Handke ein wenig unter den Mitarbeitern des Heims um. Dabei bekommen Sie interessante Informationen von Pfleger Yannick Meinold. Also ich finde das alles sehr, sehr ansprechend hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich meine Tante für dieses Haus hier wirklich begeistern lässt. Ja, also für die Bewohner, da ist es ja auch wirklich sehr, sehr schön. Für die Bewohner? Nicht fürs Personal, oder? Hallo. Guten Tag. Fürs Personal nicht, oder? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es schon ganz schön hart ist, hier jeden Tag zu arbeiten, aber... Also, ich arbeite schon wirklich gerne mit den älteren Menschen. Aber einem muss klar sein, das ist schon auch ein Knochenjob. Und psychisch auch wirklich sehr herausfordernd. Okay. Und schlecht bezahlt. Das kommt auch noch mit dazu. Also, es ist schon, ich muss auf jeden Cent schauen. Aber gut. Nein, das ist wirklich ein Missstand, der umgehend abgeschafft werden müsste. Aber da gibt es ja schon so viele Versprechungen, die nicht gehalten werden. Gibt es ja. Ich hoffe, es tut sich was, aber... Hoffe ich für Sie auch. Ich hoffe erst, die Führung hat gefallen. Und Dankeschön. Schauen Sie sich noch ein bisschen weiter um. Sie können sich vorstellen, ich muss weitermachen. Alles klar. Ja, prima. Und wenn noch Fragen sind, kommen Sie noch mal auf. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Herr Freising, ich verstehe das ja alles, aber ich meine, Sie sind ja auch der Chef hier von dieser Einrichtung. Vielleicht findet sich ja da doch noch eine andere Lösung, um das Ganze zu beschleunigen. Also das würde sich für Sie ja auch bezahlt machen. Frau Grüner, ich denke, es ist jetzt besser, wenn wir das Ganze beenden. Ich würde Sie noch zur Tür begleiten. Okay. Ja, Entschuldigung, falls es jetzt irgendwie falsch rübergekommen ist, aber mir gefällt es hier einfach wirklich so gut und ich denke, mein Vater würde sich auch wohlfühlen. Und ich bringe Sie dann mal zur Tür. Ja? Okay, alles klar. Dankeschön. Guten Tag. Hallo, dürfen wir Sie kurz stören? Aber gerne, bitte. Wir haben gerade so eine kleine Führung gemacht und da wurde uns das Haus gezeigt, weil meine Tante eventuell Interesse daran hat, hier einzuziehen. Ah ja. Können Sie es empfehlen? Oh, das ist sehr schön hier, mir gefällt es gut. Ja? Die Leute sind nett, hilfsbereit, wenn es nicht die Diebstähle geben würde. Oh, okay. Das ist schade, ja. Gibt es denn schon jemanden, den man in Verdacht hat, oder? Man hat dem Herrn Bachmann gekündigt, aber der war das nicht, der war das nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Echt? Warum sind Sie so sicher?
ist so ein feiner Mensch. Wir haben uns auch ein bisschen angefreundet schon. Ja, wir sind wie Seelenverwandte. Er hat mir zur Erinnerung, dass ich ihn nicht vergesse, einen Ring geschenkt. Ach, was? Wirklich? Ja, ja. Oh, das sieht schön toll aus. Okay. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Gerne. Ja? Machen Sie es gut. Hm? Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.